بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد لبكشيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل على أننا مسلمين وعلى أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Let us mal haben wir über die drei Arten der Reue. Und wir haben gesagt, dass At-Tawbah ist ein Ibadah. Und At-Tawbah bleibt offen, bis wir am Sterben sind. Und sogar, bis wir Al-Gharrara machen. Oh. Wenn du das machst, vorbei. Die Reue ist schon vorbei. Und auch die Tür von At-Tawbah bleibt auch offen, bis die Sonne von Westen rauskommt. Deshalb haben wir immer noch Möglichkeiten, damit wir Tawbah machen. Und auch was uns hilft, damit wir auch Tawbah machen, dass man zugibt, dass wir sündigen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ach, ich mache gar nichts. Eine Sache, die oder einzige Sache, die ich nicht mache, dass ich nicht bete. Ach, du machst. Das ist die schlimmste Sache, was du machst, dass du nicht betest. Da sagt ja, ich spende, ich habe gut Achlach, weiches Herz, ich helfe Leute und so weiter und so fort, aber nur, dass ich nicht bete. Du musst Taube machen, damit du betest. Die Sachen, was du machst, diese guten Taten, was du machst, die werden in Yom Kiyam nicht angenommen. Vorbei. Nichts, weil du nicht gebetet hast. Deshalb muss man richtig wissen, was man macht. Damit gemeint, dass man zugibt, dass man bekennen, unsere Sünden bekennen. ماذا يقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم سبحان الله. Es gibt andere, die ihre Sünden erkennen oder bekennen, meinte ich ja. Und sie haben auch eine rechtschaffene Tat mit einer Böse vermischt. Aber Allah Azza wa Jal ist Rahim, Ghafur. Wir sind nicht Ma'sumin, wie ich immer sage. Wir sind nicht fehlerfrei. Wir sind kein Engel, kein Gesandten. Taten sind manchmal so, manchmal so. Guten Taten, böse Taten. Gar kein Problem. Aber immer muss man immer an Tauber denken. Mada Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحان الله ومن يغفر الذنوب إلا الله wer vergibt uns unsere Sünden? Aber اعترفوا warum? Weil du machst eine Unrecht. Die Sünden sind Unrecht für dich selber. Deshalb, liebe Geschwister, erste Sache, was man macht, dass man zugibt, dass ich sündige. Ich brauche Hilfe. Ja, Allah, hilf mir. Wenn du zugibst, das ist der erste Schritt der Heilung. Genauso auch, wenn jemand krank ist. Der besucht den Arzt und fragt ihn, was hast du? Ich habe das und das, ich habe Schmerzen hier und ich habe das und das und das. Dann, danach sagt ihm dem Arzt, du hast diese Krankheit. Aber wenn du so spielst, er kann das auch nicht so schnell deine Krankheit erkennen. Genauso. Ana Mudhnib, ich sündige. Bruder, ich brauche deine Hilfe. Ich mache diese Sünde. Ich habe versucht, aber leider bis jetzt hat nicht geklappt. Kannst du mir bitte einen Nasiha geben? Kannst du mir bitte auch helfen? Und so weiter und so fort. Das ist gar kein Problem.
Aber wenn du siehst, deine Sünden, dass die keine Sünden sind, dann ist es schwer. Es ist richtig schwer. Das ist genau, wenn jemand lügt. Und irgendwann diese Lüge, was er lügt, er denkt, dass das die Wahrheit ist. Mit der Zeit. Subhan, also er überzeugt sich selber. Und er denkt, dass das eine Wahrheit ist, obwohl das Lüge ist. Zugeben ist auch eine Ehre. Al-i'tirafu bi-dhanb, Scharaf. Wa Wenn jemand zugibt und sagt, ja, ich sündige, atubu ilayka Allah, Alhamdulillah, seine Sünden werden vergeben, aber nicht einfach weitermachen. Und wir haben Qudwa, haben Vorbild, dass sogar die Großen von uns haben sie auch Tauber gemacht und so, die haben auch sogar zugegeben. Erste sogar. Adam a.s. Achta, Adnab. Ja, er dürfte nicht von einem Baum essen, aber der Shaitan hat ihm richtig so mit ihm gespielt, bis Adam a.s. und Hawa von diesem Baum gegessen haben. Aber okay, was haben die danach gemacht? Die haben Tauber gemacht. Adam, Taba illa azzawajal. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب إلى الله عز وجل. فتاب الله عز وجل عليه. فلو تاب إبليس لتاب الله عز وجل عليه كذلك. فين أوخ والله فين أوخ إبليس توبة جمعت هته. Wird ihm auch Allah Azza wa Jalla vergeben. Lakinnahu ma tab. Iblis, ma da fa'al? Istakbar. Istakbar. Richtig hoch. Mut. Istakbar. Famimman kana? Fakana min al-kafirin. Subhanallah, schau mal. Der hat keine Tauba gemacht. Und seine Hochmut hat ihm zum Koffer gebracht. Wir haben auch Beispiele. Von Sahaba radiallahu anhum sogar. Ma'iz ibn Malik radiallahu anhu. Wal hadithu fi Muslim. Annahu aznab, hat eine Sünde gemacht. Und sogar nicht irgendwelche Sünde, sondern eine große Sünde. Hat Zina gemacht. Subhanallah, hat er Zina gemacht. Und kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte ihm, Ja, Rasulallah, tahirni, reinige mich, tahirni, sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma, von was? Sagte ihm, ja, Rasulallah, laqad zanaytu. Ich habe Sinne gemacht. Subhanallah hat ihn geschickt. Geh, istaghfirullah azza wa jal, utub ilayhi. Mach Tauba, geh einfach. Zum zweiten Mal wieder kam. Und wieder zum dritten Mal wieder kam. Warum? Hat zugegeben. Er will einfach nur von dieser Sünde befreit werden. Er tarafa bidhanbihi. Hat zugegeben. Bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar die Sahaba gefragt hat, ob er verrückt ist, amajnunun hu, ob er verrückt ist, qalu la ya Rasulullah. Nein, ja, Rasulullah, das ist ganz normal. Asakranun hu hat Alkohol getrunken, kam sogar ein Sahabi und hat seinen Mund gerochen. Qala ya Rasulullah, la. La, ya Rasulullah. Hat nichts getrunken. Subhanallah. Aber er wollte unbedingt seine Strafe im Dunya bekommen. Zugegeben. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد يعني hat Loch gemacht, runter gemacht, nur sein Kopf geblieben, haben sie ihn besteinigt, bis er gestorben ist. Subhanallah. Warum? Weil er verheiratet war. Da haben ihn besteinigt und so gestorben.
Sogar sagte Muhammad, Wallahi, wenn wir sein Taube für ganze Umma, eine Nation, von einer Nation verteilt haben, wird diese Reue von ihm reichen oder von denen reichen. Das heißt nochmal, diese Reue, was er gemacht hat, reicht für eine Nation, für ein Umma. Subhanallah. Und wer hat das gesagt? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er hat einfach zugegeben. Und er weiß genau, was er gemacht hat. Und er will einfach nur auch befreit werden von dieser Sünde. In einem Hadith rawahu Abu Dawud, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, oder dass die Sahaba, die waren auf der Straße, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte denen, istaghfiru li achikum ma'iz. Macht ihr für ihn Dua. Istaghfiru li achikum ma'iz. Nochmal. Das war in nach 2 oder 3 Tage, als sie ihn begraben haben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, macht ihr für ihn Dua. Ich habe ihn im Paradies gesehen und er schwimmt in die Flüssen des Paradies. Subhanallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihn gesehen, hat ihn im Paradies gesehen, dass er in den Flüssen schwimmt. Wegen was? Wegen sein Zugegeben. Oder wegen sein Zugeben. Es ist nicht falsch, dass man zugibt, damit man von unseren Fehlern wieder gut macht. Ist gar kein Problem. Oder auch Al-Ghamidiyya, radiyallahu anha, sogar auch Sahabiyya, radiyallahu anha, sie hat auch Sinn gemacht. Kam sie auch zu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und auch Al-Hadith, auch in Muslim, sagt ihm, ja Rasulallah, tahirni. Sie will auch ihre Strafe hier in Dunya bekommen. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي وتوب واستغفر الله وتوب إليه. Auch einfach, هذا هو الأصل. Wenn jemand auch eine große Sünde gemacht hat, الأصل, dass man Taube macht. Wie auch im Timia sagte, رحمه الله. Aber sie wollte unbedingt auch ihre Strafe bekommen. ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hat sie gesagt, einfach geh und mach Taube. Aber wie gesagt, sie wollte unbedingt und hat ihm sogar gesagt, ja, Rasulallah, inni hubla min al-Zina sogar. Ich bin sogar auch schwanger geworden durch diese Zina, was ich gemacht habe. Hier kommt die Barmherzigkeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagte ihr, geh, bis du dein Baby bekommst. Und hat ihr nichts gesagt, komm wieder zurück, einfach geh, bis du dein Baby bekommst. Das hat lange gedauert. Also mindestens 8, 9 Monate. Aber sie hat das nicht vergessen. Zugegeben. Kam sie mit ihrem Baby. Sagte ihm, ja, Rasulallah, hier. Das ist jetzt mein Baby. Tahirni. Ich will mein Hadd. Ich will meine Strafe bekommen. Subhanallah. Sagte ihr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, geh, bis er nicht mehr stillt. Das heißt 2 Jahre. Geh, still ihm. Wenn er fertig ist mit Stillen, dann kannst du wieder kommen. Dann kannst du wieder zurückkommen. 2 Jahre. Zugegeben. Also in diesen 2 Jahren hat sie auch nicht ihre Meinung auch nicht geändert. Sie wollte unbedingt, obwohl sie abhauen kann oder ihre Meinung auch ändern kann. Aber nein, zugegeben. Wie Adam a.s., wie Ma'iz radiyallahu anhu, wie viele, viele andere Beispiele.
kam sie nach 2 Jahren mit dem Baby und sogar auch mit ein Stück Brot. Subhanal Khaliq. Damit sie Rasulullah zeigt, dass das Baby jetzt essen kann. Mada fa'ala Rasulullah. Genauso auch. Hat das Baby genommen und an eine Sahabi gegeben. Es gibt Riwayat, viel Ahadith oder Riwayat, die uns sagt, dass von diesem Baby kamen viele, viele Leute, die Koran auswendig gelernt haben. Allahu Akbar. Das ist auch eine Vorteil oder die Früchte, wenn man Tauba macht. فأقيم عليه الحد. Sie hat ihre Strafe bekommen. Und Khalid ibn Walid war ein bisschen hart für sie. Sogar hat sie mit einem Stein auf ihren Kopf geschlagen, bis das Blut rausgekommen ist. Dann sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahlan, mahlan, langsam, langsam, ja Khalid. Fawallahi. Ihre Taube, was sie gemacht hat, reicht auch für ganze Umma. Andere Riwaya, für ganze Medina. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. الله عز وجل يغفر الذنوب. تب إليه وعد إليه تجده. تب مخوية. كم تؤم ترك. أفكبتيه. Andere Geschichte von Abu Lubabah. Radiallahu anhu, der auch etwas gemacht hat. Das ist auch eine lange Geschichte. Normalerweise braucht ein Vortrag nur diese Gefährte, radiallahu anhu, der Sahabi Abu Lubaba, hat auch eine Sünde gemacht. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das auch mitbekommen durch Wahi. Was hat er gemacht? Kam in Masjid al-Nabawi, Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina. Und da hat sie selber in einem Säule gebunden mit Ketten. Und ist so geblieben. Und al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat Wahi bekommen, Ayat bekommen. Weil er Tauba gemacht hat. Und die Leute kamen zu ihm. Da haben gesagt, ja Abu Lubabah, Allah Azza wa Jalla hat dich vergeben, hat dich vergibt. لقد تاب الله عليك. Und er wollte nicht diese Ketten frei machen, sogar sagte, Wallahi, ich mache das nicht frei, bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam für mich das frei macht. Allahu Akbar. Er hat auch zugegeben, weil er auch einen Fehler gemacht hat. Und auch Ka'b ibn Malik, die bekannteste auch Geschichte von Tauba, Ka'b ibn Malik, der auch zugegeben und hat auch die Wahrheit ausgesprochen. Warum? Weil er nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghazwat Tabuk teilgenommen hat. Obwohl er gar keine Entschuldigung gehabt hat. Aber trotzdem, die ist in Medina geblieben. Aber nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wieder kam er in die Moschee. Und die Heuchler, die sind zu ihm gekommen und jeder hat ihm was gesagt. Ja, Rasulallah, ich könnte nicht, weil ich krank bin oder war. Ja, Rasulallah, ich kann dort nicht also diese Fitna von Frauen ertragen und so weiter und so fort. Aber Malik oder Ka'b ibn Malik und noch 2 Sahaba, die haben die Wahrheit ausgesprochen. Und trotzdem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gewartet, bis Wahi gekommen ist. Bis sogar ein extra Ayah kam, das Allah azza wa jalla ihm vergibt hat. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن نتوب إليه وأن نعترف بذنوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا ولا ننسى أن نتوب إلى الله عز وجل
لا ننسى أن نتوب إلى الله عز وجل، فإن التوبة عبادة، والتوبة ist auch eine Sache, die uns auch hilft. Stell mal vor, dass man kein Tauba, kein Tür von Tauba hat. Alhamdulillah, die Kuffar, die haben sowas nicht. Deshalb findest du so viele Selbstmörder. Die machen einfach nur Selbstmord. Der sagt, ich habe das und das gemacht, ich habe gar keine Lösung, macht er Selbstmord. Wir nicht. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.